Okay. Dann wollen wir heute weiterarbeiten, natürlich mit Klassen und Objekten. Ich habe euch gesagt, dass wir uns damit mehr als eine Vorlesung beschäftigen, weil es einfach ein wichtiges, großes Thema ist mit verschiedenen Bestandteilen. Wir wollen heute, also übrigens, das war ganz schön viel, was wir letztes Mal gekloppt haben. Nicht alles habe ich abgefragt. Ich habe immer nur ein bisschen was, ne? Ich habe Objekte in einem Objekt nur angerissen, überladene Konstruktoren. Also das war eigentlich viel, viel, viel mehr, als man in dem Test wohl wahrgenommen hat. Heute wollen wir uns mit einem weiteren Typen beschäftigen, den Enumerationen, was ganz Neues. Und dann wollen wir auch noch einmal uns klar machen, dass Objekte, Klassen, die wir schreiben, von denen wir Objekte erzeugen, wirklich Datentypen sind, wo wir sie überall verwenden können. Weiß jemand, was Enumerationen sind? Oder was das Wort enumerieren bedeuten könnte? Hat es jemand schon mal gehabt in einer anderen Programmiersprache oder so? Ja, sag du. Okay, Werte, die zwei mögliche Datentypen haben, ist eine Theorie. Du hattest dich auch gemeldet. Ja, das ist eine Liste von Dingen, ja, also eine Auflistung von Werten, also mehr als zwei. Gibt es noch mehr Aussagen? Also wenn man etwas enumeriert, also es ist so aufzählbar, ne? Also du hast ja auch gesagt Liste. Wenn etwas zählbar ist, ne, manche Dinge sind ja nicht zählbar, ne? Also die natürlichen Zahlen sind zählbar, aber die reellen Zahlen wird schwieriger, die zu zählen. Ne? 1, 2, 3, 4, 5 ist klar. Wenn ich genug Zeit habe, kann ich immer weiter zählen. Aber alle Zahlen zwischen 0 und 1, die sind nicht zählbar. Also, Enumerationen sind Datentypen für Dinge, wo wir im Vorhinein wissen, was wir für einen Wertebereich haben. Enumerationen haben folgenden Aufbau. Wir haben ein neues Schlüsselwort. Wir hatten bisher Class hier oben, ne? Public Class Circle stand da und dann ging es hier los. Jetzt haben wir Public. Public wisst ihr ja, also, aber hier oben wisst ihr es noch nicht. Ja, bei Methoden und bei Attributen haben wir besprochen, was Public bedeutet. Aber und bei Klassen noch nicht. Und hier lassen wir das auch mal aus. Kommt heute noch. Enum als neues Schlüsselwort und dann ein Name. Wobei auch hier wieder der Großbuchstabe, ne, wie bei den Klassen. Und dann kommen Konstanten. Konstante 1, Konstante 2, Konstante 3, Konstante 4, Konstante 5. Okay? Da oben stehen Beispiele, wie man sie nutzen kann. Gleich kommt ein Beispiel, zum Beispiel Himmelsrichtung. Da gibt es nicht viele. Ja? Nord, Ost, Süd, West. Nie ohne Seife waschen. Und dann gibt es, so kann ich es mir merken, ich kann es nur mit nie ohne Seife waschen. Und dann gibt es die Wochentage, ja, die sind leicht abzählbar, Monate. Oder wenn ihr wollt, und das ist ja in der Theorie so, alle Tage eines Jahres sind auch 365 Dinge, die man abzählen kann, 364 oder 65. Also Dinge, die man zählen kann. Hier ist zum Beispiel ein Beispiel rechts oben. Da habe ich einfach stupide vier Modelle. Historische Modelle und aktuelle Modelle von Apple mal aufgezählt. Ich habe gesagt, Computermodell, MacBook Air, MacBook Pro. Da ist übrigens ein Unterstrich, MacBook Unterstrich Air. Ihr könnt nicht MacBook Leerzeichen Air. Ne? Also hier, bei mir ist das sichtbar, hier ist es ein bisschen merkwürdig. Ich gucke mal, ob man es hier sehen kann. Nee. Also hier ist ein Unterstrich. Ja, ist kein Leerzeichen. Ich habe also eine Enumeration definiert in einer eigenen Datei. Und dann schauen wir mal, wie wir die Enumeration nutzen können. Private sollte jedem klar sein. Da geht es darum, ob dieses Attribut Model sichtbar ist von außen oder privat ist. Ne? Wenn es private ist, dann hat es ja seine Gründe mit Information Hiding und dass man das von außen nicht ändern kann, ohne dass wir Kontrolle darüber haben. Also das ist das Private. Das ist der Name des Attributs. Das ist ein Semikolon. Und das hier ist jetzt ein Typ.
Und dieser Typ war bisher, war es ein primitiver Datentyp, int, float, double, oder es waren unsere eigenen Klassen, also hier Circle, oder es war String oder Array. Und jetzt kann hier an der Stelle noch ein weiterer Typ stehen. Und zwar eine Enumeration, eine Aufzählung von festen Dingen. So, also, diese Computerklasse hat ein Attribut Model und dieses Model sind diese vier möglichen Werte. Das sind diese vier. Dann hat es noch weitere normale Attribute. Hier ist ein primitiver Datentyp Memory, initialisiert mit 8. Und dann hat es einen Konstruktor. Dieser Konstruktor hat zwei Parameter. Das heißt, ein Computer wird erzeugt mit einem Modell und einem Speicherinformation. Erstmal Fragen dazu. Ich würde jetzt gleich zeigen, wie man so ein Computer-Objekt instanziiert. Okay, schauen wir mal, ob das richtig verlinkt ist. Ja. Also, wir haben Computer Model. Habt ihr gesehen? Enum statt Class. Was Package ist, kommt heute ran. Hier, das haben wir noch nicht gehabt. Und dann haben wir die Computerklasse. Und jetzt wollen wir mal die Computerklasse instanzieren. Hier ist ein Beispiel, wie wir dieses Computermodel nutzen können. Ne, Computermodel hat ja die vier Werte. Das, das, das oder das. Und ich hatte sie groß geschrieben. Ich hätte sie auch klein schreiben können, aber ich habe sie groß geschrieben, um zu verdeutlichen, dass das Konstanten sind. Aber das ist nur eine Konvention. Hätte auch so hier stehen können. Okay? Das ist eine Konvention, dass man seine Konstanten eher groß schreibt. Und auf der anderen Seite können wir die Werte hier auf die Werte einfach zugreifen mit einem Punkt. Wir können sagen, das ist ein Computermodell MacBook Air. Das kompiliert so. Haben wir hier gespeichert in einer Variable. Mussten wir nicht. Ja. Dann ist die erste Frage, wie ist denn das? Bei Integern können wir einfach schreiben A gleich gleich B. Das können wir. Bei Strings, wie war es denn da? Wer erinnert sich denn? Bei dem Sportratgeber hatte ich euch gesagt, da muss man .equals verwenden, um zwei Strings zu vergleichen und nicht gleich gleich. Wieso denkt ihr, ihr müsstet jetzt schon eine Ahnung haben, wieso man Strings nicht mit gleich gleich vergleichen kann? Strings sind was? Sind das primitive Datentypen oder Referenztypen? Referenztypen, die sind also im Speicher. Und jetzt sage ich, man kann sie nicht mit gleich gleich vergleichen. Wieso? Lauter. Weil es kein elementarer Datentyp ist. Was vergleichen wir denn, wenn wir sagen, ein String gleich gleich einem anderen String? Nee, den Wert nicht, das ist ja leider so, den Wert vergleichen wir nicht, weil sonst könnten wir es ja verwenden, ja? Ja, man vergleicht zwei unterschiedliche Objekte, aber was vergleicht man? Die Speicheradressen. Also man vergleicht zwei Referenzwerte. Ist die Referenz dieselbe, also zeigen sie auf selbe Objekt? Ja, das ist die Frage. Und zwei Strings, einer heißt Hallo und der andere heißt Hallo, auch wenn sie gleich aussehen, sind es zwei verschiedene Objekte. Ja, weil es Referenztypen sind. Deswegen kann man sie nicht mit gleich gleich vergleichen. Ihr könnt auch nicht zwei Kreise oder zwei Autos mit gleich gleich vergleichen. Da wird nichts draus. Wird nicht funktionieren. Okay, aber bei Enumerationen sind wir wieder irgendwie im Normalmodus. Das ist so wie bei Integern. Wir können sie mit gleich gleich vergleichen. Wir werden wir gleich sehen, wenn ich es ausführe. Oder ich sollte es mal ausführen. So, Enums Example 1. So. Okay, could not find. Okay, das ist in einem anderen. Okay, also die Modelle MacBook Air und MacBook Air sind gleich. Ne? Also wenn sie ungleich sind, ne? Die zwei waren ja nicht gleich, dann wird das nicht ausgegeben. Wenn sie gleich sind, wird es ausgegeben. Also wir sehen erst einmal, können wir Enumerationswerte mit gleich gleich vergleichen. Sagt uns auch ein bisschen, dass das keine Referenztypen sein können. Ne?
Okay. Zweite Frage. Ja, das ist jetzt auch eine nette Frage, aber das ist nicht wichtig. Wichtig ist eher, wie erzeugen wir jetzt ein Computerobjekt? Denk daran, da gibt es zwei Parameter des Konstruktors. Also, wenn ich euch sage, in der Klausur gegeben folgende Klasse, und dann seht ihr, da ist auch noch eine Enumeration, instanzieren Sie die Klasse mit folgenden Werten. MacBook Air und 16, also 16 GB. Das sollt ihr tun. So. Und zwar eine Instanz vom Computer sollt ihr erzeugen. Zwei Werte kriegt es. Erster Parameter Model, zweiter Memory. Was ist zu tun? Was muss ich tippen? Um eine Instanz eines Computers zu erzeugen. Jemand kann den, also wer als erstes was sagt, hat es ganz, ganz einfach. Und die anderen haben es schwerer. Ja. News, ja, dann machen wir mal beim nächsten weiter, weil wir ein Objekt erzeugen wollen. Du bist jetzt fertig, du hast gesagt New. Das war das Einfachste. So, und dann? Ich wollte einen Computer erzeugen. Was muss ich hinschreiben? Wenn ich einen Computer erzeugen will, muss ich den Konstruktor des Computers aufrufen. Was muss ich schreiben, um einen Konstruktor aufzurufen? Ja, da weiß es einer. Den Name der Klasse, genau, weil Konstruktoren heißen immer so wie die Klasse. Und dann Parameter 1 und Parameter 2, ne? So, Parameter 1 ist ein Modell. Was schreibe ich dort rein? Ja, genau, welches auch immer. Also ich kann einfach diesen Wert hier nehmen. So, bei 2 die 16. Okay, das wird nicht kompilieren. Was fehlt noch? Ein Semikolon. Habe ich ein Objekt erzeugt? Ja, kann ich dieses Objekt jetzt hier verwenden in der nächsten Zeile? War auch nicht die Aufgabe, ist jetzt nur eine Erweiterung. Was müsste ich denn tun, um das Objekt verwenden zu können in der nächsten Zeile? Aber das Objekt ist da und ist dann auch wieder weg. In einer Variablen speichern. Wie? Ja, erzähl. Okay, also bitte, in der Klausur braucht ihr dafür keine 5 Minuten oder sowas, ne? Instanziere eine Klasse. Bitte instanziert 1000 Klassen bis zur Klausur. Oder zumindest 3 oder so. Schreibt den Code hin. Nicht, dass ihr euch fragt, ja, wie war das nochmal? Schreibt man new davor oder dahinter oder... Das ist nicht die Zeit, um nachzudenken. Okay, perfekt. Das stimmt, das geht. Und so erzeugen wir das. Das heißt, wir können Enumerationswerte einfach wie Werte verwenden, als wären sie magisch da. Ja. Ich kann es ein bisschen größer machen. Es tut mir leid, das Setup, was wir drüben hatten, hat mir mehr gefallen. Mein Semester ist fast rum, aber wir haben immerhin noch 3 Wochen. Ich habe aber kein 10 Meter HDMI-Kabel so schnell gekriegt, obwohl ich es bestellt habe. Aber bestellen an einer Hochschule, bis etwas sozusagen genehmigt wird und bis man... Ja? Ich wollte es einmal nicht privat kaufen. Ja. Ich bräuchte ein 10 Meter Kabel, dann hätten wir das Setup perfekt. Das Video ist auch wirklich das beste Video. Das, was verloren gegangen ist und was wiedergefunden wurde, das ist das schönste Video. Das allerschönste Video. Also das muss ich auch nochmal kurz mal... Wir können ja hier machen, was wir wollen. Da kann uns ja keiner was. Das hier, dieses Setup, schaut mal, ich hab dasselbe Bild nochmal genommen, weil ich hatte ja eine Kamera weniger, ne? Ich habe dasselbe Bild nochmal genommen und habe draufgezoomt auf die Tafel. Also ich einmal an der Tafel, ich einmal in der Totalen und dann die Folien. Das Einzige, was noch fehlt, ist hier so ein Gerät, wo ich zwischen den Perspektiven umschalte, damit dieses Bild mal den Beamer zeigt und mal die Tafel. Ein Schalter. Noch ein Gerät dazwischen. Ja? Und dann ist das Setup nochmal besser. Also falls jemand Programmieren 1 wiederbelegen will oder so. Okay, nur dafür. Alright. Ich schreie heute, ne?
Okay. Es gibt auch noch eine Möglichkeit, sich alle Werte geben zu lassen. Also wenn man eine Enumeration hat und nicht weiß, welche Werte da sind, stellt euch vor, ihr wollt sagen, welche Computermodelle gibt es. Ja, dann könnt ihr Punkt Values benutzen, dann kriegt ihr ein Array aus euren Computermodellen und die könnt ihr ausgeben. Ja, einfach nur, dass ihr wisst, es gibt dieses Punkt Values. Das gibt euch quasi die Werte wieder. Jetzt fragt ihr euch immer wieder, ja, ist doch egal, ich habe sie doch gerade hingeschrieben, aber oft ist es nicht eure Klasse, also eure Enumeration, die kommt irgendwo, die ist bereits fertig, liegt irgendwo in Java rum oder ein Kollege hat die geschrieben, vielleicht wollt ihr nicht die Datei öffnen, vielleicht braucht ihr auch aber diese Werte, während euer Programm läuft, damit ihr zum Beispiel eine Konsolenausgabe macht. Welchen Computer möchtest du anlegen? Wähle ein Modell. Und wenn ihr dort die Modelle abtippt, also quasi dasselbe, was in der Klasse ist, habt ihr Copy-Paste, ne? Also don't repeat yourself. Aber ihr könntet die Values verwenden, um quasi in der Konsole zu sagen, wähle ein Modell. Ich glaube, ich rede Spanisch, das heißt, wir machen das jetzt einfach. System, also hier habe ich es. So, wähle ein Modell. Also ich mache jetzt nicht System Input, also die Scanner und so weiter mache ich nicht. Was ich aber mache ist, ich zeige euch, und ich glaube, das Beispiel habe ich hier. So. Wähle. Genau. Also, statt die Modelle nochmal hinzutippen in System.out.println, ich habe die Modelle ja schon definiert in dieser Modellklasse, ja, in diesem Modellenumeration. Ja. Und ich kann über die Punkt-Values mir quasi alle Werte geben lassen von einer Enumeration. Damit ich solche Sachen machen kann. Ne? Wähle ein Modell. Ne? Welchen Computer möchtest du geliefert kriegen nächste Woche? Lalala. Ja. Der ist weg. Jeps. Korrekt. Ja, also eine Enumeration wird folgendermaßen im Speicher abgebildet. Der Speicher, erinnert euch? Also du hast gefragt, du kriegst die Antwort. Kann man, gibt es beim Mac irgendeine Tastenkombination, um das Bild schwarz zu stellen? Also ich könnte Lockscreen nehmen, ja, okay. Also. Welche Speicherbereiche gab es? Wer erinnert sich noch? Heap und Stack. Richtig? Wofür war der Stack? Bitte nur einen Satz, schnell. Wofür war der Stack? Ey, ihr geht jetzt nicht in Algorithmen und Datenstrukturen nächstes Semester bei Frau Ripphausen oder irgendwem und dann sagt sie euch, ihr wisst doch, was Heap und Stack ist und dann sagt ihr Fragezeichen, kriegt eine E-Mail. Wofür ist der Stack da? Sagt bestimmt. Nee, aber da kommen wir gleich dazu, ja. Ja, einfacher. Das stimmt alles, einfacher. Methodenaufrufe und die Variablenbelegungen der Parameter. So, kurze Antwort bitte. Im Stack sind quasi Methodenaufrufe und die Variablen, die quasi der Methode übergeben wurden und sonstige Variablen, die in der Methode definiert sind. Das stirbt ja alles, wenn die Methode fertig ist. Ne? Alle Variablen, die innerhalb der Methode definiert sind, sind weg, wenn dieser Stack-Eintrag entfernt wird. Stack, Stapel, Türme von Babel, der erste, der reingeht, ist der letzte, der rauskommt. Wehe. Ihr antwortet, wissen wir nicht, haben wir nicht gemacht. Okay, der Heap. Die Objekte, ja, die fliegen hier rum. Ja, das sind die Circle-Instanzen und so weiter, die sind meistens eckig. Hier. Und dann gibt es einen Bereich, den hast du gerade erwähnt. Das ist der Bereich, wo Java sich so merkt,
Ja, welche Klassen gibt es denn? Also wenn es kompiliert und fertig ist mit dem Kompilieren, weiß es, welche Klassen es gibt, welche Enumerationen es gibt. Es braucht ja diese Informationen irgendwie, damit es sagt, kann die Methode aufgerufen werden. Und es gibt auch noch später in Programmieren 2, machen wir noch sowas, das nennt sich Reflection. Reflection bedeutet, ich kann Java fragen, welche Klassen kennst du? Und dann liefert es mir alle Klassen, die es kennt, auch die Circle-Klasse. Und dann sage ich, was hat denn die Circle-Klasse für Methoden? Da kann ich fragen. Und das antwortet mir, diese 5 Methoden. Also während mein Programm läuft, kann ich solche Fragen stellen. Brauchen wir jetzt nicht. Aber die Information, welche Klassen es gibt und welche Klasse benutzt und welche Attribute es gibt, welche Methoden es gibt und welche Enumerationen es gibt, da gibt es noch einen Speicherbereich. Ja? Da liegen diese ganzen Informationen, wenn mein Programm gestartet wird, ne? Mit der Main. Da gibt es die ganzen Informationen, Klasse A, Enumeration E, bla 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 bla, welche Methoden. Okay. Beantwortet das die Frage? Oder ist das der Anfang der Frage? Das ist der Anfang der Frage. Wenn ich eine Enumeration habe und diese Enumeration hat hier 2, 3 sogenannte Literale, ne? Also Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August und so weiter, dann sind die in diesem Speicherbereich. Die sind sozusagen einmal fest. Die gibt es auch nur exakt einmal. Also MacBook-R gleich MacBook-R geht, weil es das nur einmal gibt. Das ist wie ein Integer, die Zahl 5 oder was auch immer. Das ist quasi nur ein Symbol. Ja? Im Hintergrund wird das einfach hier abgelegt und dann, wenn du es im Compile, also im Code verwendest, ist es immer an derselben Adresse. Deswegen kannst du gleich verwenden. Deswegen kannst du das auch einfach einen Konstruktor übergeben. Das ist quasi immer, also hier, dieses Objekt referenziert dann MacBook Air, das Objekt aus diesem Bereich. Ne? Wenn hier ein Objekt Computer ist, ja, und hier die Enumeration für das Modell, dann zeigt er hier drauf. Aber ein anderer Computer, ein anderer, der auch MacBook Air ist, zeigt auch hier drauf. Es ist dasselbe. Ja. Also bei Enumeration kann man noch Attribute hinzufügen. Ist ein Fall, der hin und wieder vorkommt. Ich habe den jetzt mal ausgelassen, aber eine Enumeration ist nicht beschränkt. Man kann noch zum Beispiel, es gibt einen Einsatzfall, wo du sagst, ein MacBook Air hat noch eine Modellnummer. A37CXX. Ne? Und den willst du in der Enumeration auch haben. Du willst haben MacBook Air und diese Modellnummer. Das geht. Aber das würde ich jetzt kurz auslassen. Aber das, da könnt ihr euch auch einlesen. Also wie kann ich Enumerationen noch aufblähen mit weiteren Attributen? Das geht. Ja. Und dann Funktion, also ein Parameter, die man übergeben muss. Und da gibt es dann 6 verschiedene Strings, die man nehmen könnte, die man in den Doc schreiben könnte, aber ich könnte auch nicht mehr machen. Perfektes Beispiel. Perfektes Beispiel. Der Notenumwandler. Erinnert ihr euch an den Notenumwandler? Wie viele Notensysteme hatten wir? 2. Hochschule und was war das nächste? Gymnasium. Und das ist eine Enumeration. Die Antwort ja oder nein Sportratgeber. Ja? Da gibt es nur ja oder nein. Das ist eine Enumeration. Ja, nein. Ja, das sind Konstanten sozusagen. Weiß ich jetzt nicht. Ja, das sind die 2, die mir jetzt so einfallen, wo man eigentlich zurückgehen könnte und Enumeration einsetzt. Oder es kommt jetzt gleich eine Folie und ich habe keine Ahnung, die dasselbe tut. Das fotografiere ich gleich. Habt ihr gesehen, ich habe bei dem einen die Fotos reingetan. Ist das jemandem aufgefallen? Das war eigentlich cool. Also ich fand es gut, weil es was von Lebendigkeit hat, wenn man, dass nicht nur Digitales hier stattfindet, sondern dass irgendjemand auch mal was macht. So. Hier haben wir nochmal ein Beispiel, ne? Ja. Ja, und da wir einen Setter hatten, kann man natürlich auch sowas hier machen. Also das Modell ändern, ne? Das ist jetzt kein MacBook Air mehr. Das ist jetzt ein PC. Ja, Set Model oder was auch. Okay. Was haben wir eigentlich hier noch implizit gemacht? Wir haben
Referenz, also wir haben Typen, Enumerationen als Parameter und als Rückgabewerte benutzt. Ja, das müsst ihr euch sozusagen, das, ihr dürft euch jetzt selbst im Kopf nicht einschränken, dass Parameter einer Methode und Rückgabewerte immer nur primitive Datentypen sein müssen. Es können primitive Datentypen sein, Integer. Es kann ein Array aus Integer sein, was zurückgegeben wird oder was als Parameter reinkommt. Es kann ein Referenztyp wie String sein oder eure eigene Klasse, Circle, die Kreis. Es kann auch eine Enumeration sein. Das heißt, Rückgabewerte und Parameter sind flexibel. Da passen alle Datentypen, die wir kennenlernen, rein. Ja? Und ihr seid nicht beschränkt. Das heißt, euer eigenes Design kann auch mit euren eigenen Klassen passieren. Ihr müsst nicht immer nur einen Integer reingeben und einen Integer rausgeben. Ihr könnt auch eine Klasse machen, die irgendwas bedeutet für euch. Also, wie geht man weiter bei Enumeration? Ja, man überlegt beim Programmieren, ob das, was man hat, wie er schon gesagt hat, wenn es so ein String ist, Eingabe vom Benutzer, und da gibt es eigentlich nur ein paar Werte, 3, 4 Werte, das ist eine gute Enumeration. Oder diese Dinge, wo man alles klassifizieren kann, ne? Monat oder so, ne? Auch die Klassifikation über, was hatten wir? Unter 18, unter 25, unter 40, über 40 bei dem Sportratgeber. Das ist also auch eine Klassifikation. Wir haben quasi alle Menschen eines beliebigen Alters in 5 Gruppen aufgeteilt bei dem Sportratgeber. Ja? Und das könnte man eben mit einer Enumeration lösen. Also geht zurück in eurer Selbstlernzeit und versucht das vielleicht mal mit einer Enumeration zu lösen. Ja. Themenwechsel, Themenerweiterung, Pakete. Erinnert euch dran. Ich hatte, da können wir auch einfach das Bild aufrufen, damit ich es nicht nochmal malen muss. Programmieren 1. Und zwar waren wir bei den Klassen und Objekten hier, glaube ich. Ja. Ich hatte ein Bild gemalt, wo ich gesagt habe, wir kommen von dem Datentypen am Anfang des Semesters. Und dann haben wir uns hochgearbeitet in Schleifen und andere Themen. Dann haben wir Methoden kennengelernt. Methoden mit Rückgabewerten und Parametern. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, vor 2, 3 Wochen, dass Methoden ja auch irgendwo drin sind, in Klassen. Ja, jetzt sind wir da und sagen, es gibt Klassen, daneben gibt es vielleicht Enumerationen. Und Klassen enthalten Attribute, aber auch Methoden. Und Methoden enthalten Anweisungen wie Schleifen und Datentypen und so weiter. Wir wissen auch, dass Klassen auch Attribute enthalten, nicht nur Methoden. Und jetzt sagen wir, okay, wie organisieren wir, wenn unsere Programme größer werden? Und in Programmieren 2 möchte ich größere Programme mit euch schreiben. Wie organisiere ich Klassen, wenn meine Klassenanzahl zu groß wird? Ne? Bisher haben wir gesagt, es macht keinen Sinn, sämtlichen Code in eine Methode zu schreiben. Ja, da haben wir gesagt, bad practice. Mach mehrere Methoden. Ja, wie zum Beispiel bei dem Drucken des Umschlags. Ja, da ist dem einen oder anderen aufgefallen, statt die Schleife immer Copy-Paste zu machen, die ähneln sich die Schleifen, um eine leere Zeile zu machen, um diese Pluszeile zu machen, um den Namen, dann habe ich ein bisschen geholfen oder so, und dann sind Methoden entstanden. Das heißt, hey, eine Methode, wo du riesig viel Code schreibst, ist auch nicht schön. Also trenn die Methode. Dann haben wir festgestellt, dass es durchaus Sinn macht, mehrere Klassen zu haben. Wir hatten zum Beispiel ein Navigationssystem und ein Auto. Noch haben wir keine größeren Beispiele gemacht. Also wir kamen jetzt in der aktuellen Aufgabe, die Übungsaufgabe, die läuft, da haben wir schon jetzt eine Klasse für den Empfänger, Student, und dann haben wir einen Envelope, also da haben wir schon mal 2 Klassen, die eine ruft die andere auf. Das heißt, hier haben wir auch gelernt, bitte nicht alle Methoden, die du hast, in eine Klasse.
Also auch nicht alle Methoden in eine Klasse, sondern du sollst sie sinnvoll gruppieren nach Fähigkeiten. Also ein Instagram-Profil hat Methoden, um am Instagram-Profil was zu ändern. Und dann gibt es Posts. Das wäre eine andere Klasse. Und bei einem Post gibt es andere Methoden. Zum Beispiel ein Post editieren, ein Post liken, ein Post sharen, ein Post, was auch immer man damit machen kann. Das wäre auf der Post-Klasse, nicht auf der Instagram-Profile-Klasse. Das heißt, wir haben mehrere Klassen. Und wenn wir jetzt weitermachen, komme ich und sage, auch alle Klassen sollten nicht in einem Ordner sein. So wie nicht der Code in einer Methode sein sollte, so wie nicht alle Methoden in einer Klasse sein sollten, sollten nicht alle Klassen in einem Ordner sein. Das heißt, es sind einfach höherwertige Ordnerstrukturen. Also, stellt euch vor, um 8 Uhr beginnt ja der Unterricht hier an der BHT. Und dann halten alle Studenten aller Fachbereiche, aller Kurse in einem Raum die Vorlesung. Da stehen dann 40 Dozenten und die erzählen gleichzeitig, was auch immer sie zu erzählen haben. Und alle sind da. Das sind dann 13.000 Studenten gibt es. Von denen kommen ja nicht alle. 2.000, 3.000 in einem Raum. Das machen wir ja nicht. Was machen wir? Wir haben es so weit runtergedampft, dass wir sagen, die Studiengänge haben so eher bestimmte Gebäude. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal in dem Hochhaus Unterricht hattet. Selten bis gar nicht. In diesem mittleren. Ich hatte damals als Student nie Unterricht dort. Gehört anscheinend anderen Fachbereichen. Genauso wie im 5. Stock hier in dem B-Gebäude sind, glaube ich, mehr Architekten und BWLer. Da habe ich noch nie Unterricht gehabt. Ja, vielleicht mal eine Prüfung. Das heißt, es scheint sozusagen so schon mal eine Segmentierung zu geben. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir um 8 Uhr morgens zwar alle starten, aber dass wir in Räumen starten. Ja? Und dass wir das segmentieren. Das heißt, ihr habt den Unterricht Programmieren 1 heute um 8.30 Uhr hier mit mir. Das heißt, das ist gut. Das heißt, wir sind hier in einem geschlossenen System und stören die anderen nicht. Die stören uns nicht. Wieso? Weil wir wollen über ein Thema reden. Wir wollen Java, wir wollen nicht eine andere Programmiersprache. Wir wollen auch nicht über Drucktechnik sprechen oder Material, woraus Papier ist, sondern wir wollen Programmiersprache machen. Das heißt, es ist themenfokussiert. Und das ist sehr kohärent. Kohärent bedeutet, könnt ihr nachschlagen, in sich sozusagen schlüssig, in sich zusammengehörend. Wir gehören hier rein, weil wir alle im Programmieren 1 was machen und weil wir Java lernen wollen. Ja? Es kann sein, dass es einen Gast gibt. Aber wenn hier jetzt 20 BWLer drin sitzen, macht es keinen Sinn, weder für mich noch für die. Das heißt, die Dinge, die zusammengehören, sollten zusammen sein. Und jetzt lernen wir über die Klassen hinaus eine neue Organisationsstruktur, die sich Pakete nennt. Pakete könnt ihr euch vorstellen wie Ordner. Kommen wir aber gleich. Diese Datenkapselung, das ist nur eine Wiederholung, das war dieses Geheimnisprinzip, ne? Verrate nichts, was du nicht musst. Ich hatte das gemacht mit Privatsphäre und Intimsphäre. Ne? Ich habe gesagt, in meine Intimsphäre lasse ich euch nicht rein, in meine Privatsphäre vielleicht, aber in dieser Sphäre, wo ich jetzt bin als Dozent, in meiner Arbeitssphäre, da könnt ihr mit mir alles machen, was ihr wollt. Ne? In diesen professionellen Beziehungen, die wir haben. Da könnt ihr mich fragen, da könnt ihr mir Fragen zum Studium stellen und so. Aber wenn ihr Fragen habt zu meiner Jugend, würde ich sagen, naja, das ist meine Privatsphäre, vielleicht nicht mit jedem. Und wenn ihr wissen wollt, wie meine Frau und ich Sex haben, dann hat es in der Intimsphäre sozusagen auch sozusagen, das würde ich jetzt nicht jedem erzählen. Ne? Und insofern gibt es da auch Schichten, Zwiebelschalen. Und dieses Geheimnisprinzip gilt natürlich auch, wir haben es innerhalb einer Klasse gesehen, wie wir es machen, mit Private-Attributen. Und Public-Attributen und Private-Methoden und Public-Methoden, das sind die, die, wenn man die Klasse benutzt, von außen aufrufen kann. Die Klasse schützt ihre Attribute. Denkt an die Geschwindigkeit und dass die Geschwindigkeit um 5 km/h erhöht angezeigt wird und so weiter. Das war dieses Geheimnisprinzip. Und dieses Geheimnisprinzip, das soll jetzt auch gelten für mehrere Klassen, Klassenverbünde. Okay? Viel geredet. Ein neues Schlüsselwort, Package. Nicht ganz neu, habt ihr schon mal gesehen. Package, Leerzeichen, Name.
Hier gibt es Regeln dafür, was hier sein kann. Darf nicht mit einer Zahl beginnen, schreiben wir in der Regel mit kleinen Buchstaben. Wenn wir mehrere Wörter haben, schreiben wir in der Regel einen Unterstrich. Aber was auch immer. Was auch immer der Compiler euch erlaubt, benutzt es. In der Regel klein. Und das ist ein Package. Ich zeige euch gleich ein Package, wir werden ein paar Pakete anlegen. Dann gibt es ein Konzept, was sich Import nennt. Import heißt, ich benutze Klassen aus einem anderen Package. Gucken wir gleich mal. Dann gibt es die Klasse. Das bedeutet, die Klasse ist in dem Package. Klasse MyClass ist in Name. Wie sieht das Ganze auf eurem... Hier hattet ihr gesagt, auf weiß gehen, ne? Nicht Dracula, sondern... Okay. Falls sich jemand übrigens für den Generator, den Token-Generator interessiert, das ist Python-Code. Python ging schneller an der Stelle. Kann ich gerne auch mal teilen. Der generiert dann immer fleißig... Der generiert fleißig eine PDF. Und da habe ich, Schlaumeier, die zweite Seite vergessen zu schnippeln. Deswegen hatten wir zu wenig Codes. Der macht 100 Codes und generiert mir auch die Codes hier rein. Das schmeiße ich im Moodle, damit die Codes für den nächsten Test. Kann ich gerne mal teilen, falls es nicht. Okay, das wollte ich aber jetzt nicht tun. Ich wollte eine saubere Umgebung haben. Okay. Das schmeißen wir mal weg. Das schmeißen wir mal weg. Das schmeißen wir weg. Das schmeißen wir weg. Das ist egal. So. Also, ignoriert bitte diesen Einordnen. Geht das? Ja, das geht. Ihr ignoriert es. Ihr habt ein Projekt. Und bisher habt ihr immer so Codeboard-Projekte von mir bekommen, wo ihr immer so, nehmen wir mal ein anderes Codeboard. Nehmen wir mal ein älteres. Ja, nee. BHT, PR1, Lesson, irgendwas mit 0. Ja, 09. Okay. Bisher habt ihr diese Struktur hier gesehen. Es gab irgendwie Root und dann hatten wir alles flach. Darunter, ne? Ein oder mehrere Klassen. Was jetzt passiert, ist, dass ich Ordner anlege. Ordner sollten euch bekannt sein. Wenn ihr euer Studium organisiert, macht ihr pro Semester einen Ordner oder pro Fach einen Ordner. Irgendeine Struktur habt ihr. Wenn ihr alle Dateien, die ihr aus allen Unterrichten, die ihr kriegt, alle in einem Ordner reinpackt, Chaos. Ja, mal so ein bisschen Programmierung, dann so ein bisschen Mediendesign, dann so ein bisschen Datenbanken, dann so ein bisschen was auch immer ihr für Fächer noch habt. Das wäre ein Chaos, okay? Deswegen macht ihr auch Ordner. In Java gibt es auch Ordner. Ihr erstellt einen Ordner, gebt dem Ordner den Namen, zum Beispiel Enums. Was dann passiert ist, ihr müsst in jeder Klasse, die innerhalb von diesem Ordner drin ist, müsst ihr oben schreiben Package Enums. Also das erkennt es nicht automatisch. Ihr schreibt trotzdem rein Package Enums. Hier, hier, hier und hier. Okay? Ist es ein anderes Paket, schreibt ihr was anderes rein. Das ist erstmal die Definition, wann ist eine Klasse in einem Paket? Zwei Vorbedingungen. Es gibt einen Ordner und die Datei liegt in einem Ordner und oben steht Package. Fehlt das Package? Kompilierfehler. Heißt der Ordner anders, als ihr genau hier hinschreibt? Kompilierfehler. Das sind jetzt so ein paar Sachen, die müsst ihr sozusagen beibehalten. Diese Ordner sind echte Ordner. Ich kann euch ja mal navigieren in ein Projekt. Egal. Hier, das ist von meiner früheren Arbeit. Das ist ein Projekt. Und wo beginnt der Code? Nehmen wir mal Java-Code. Source Main Java. Hier beginnt der Code. Es gibt einen Ordner, der heißt com. Und dann einen Ordner, der heißt ja, so. Und dann einen Ordner, der heißt so. Einen Ordner, der heißt so. Und dann kommt das hier rein.
Wieso das so gemacht wird, und ihr habt auch übrigens schon mal gesehen, dass es heißt System.out, oder ihr habt auch mal bei dem Scanner gesehen, dass es Java Util Scanner heißt. Ja. Hier, Java Util. Ja. Das ist quasi in dem Paket Java Util. Das sind zwei Ordner, ein Java-Ordner und ein Util-Ordner, wo der Scanner drin liegt. Das liegt daran, dass ja auch hier, das sind alle Pakete, die Java hat für verschiedenste Dinge. Nicht nur Scanner-Input oder System-Out, sondern verschiedenste andere Dinge. Ja? Java X SQL, Datenbankzugriff. Java Lang Reflect, das war dieses Reflection-Ding. Welche Klassen gibt es? Welche Methoden gibt es? Und so weiter. Java Util. Und in der Util, da haben wir ganz viele andere Sachen. Okay? Das heißt, umso mehr Klassen man hat, weil schaut mal, wie viele Klassen es in Java gibt. Vorgefertigte Klassen für euch. Okay? Da braucht man eine Organisationsstruktur. Und Organisationsstrukturen, wenn ihr dann größere Projekte macht, sind folgendermaßen. Ihr überlegt euch quasi, wie heißt mein Projekt? Welche URL hätte mein Projekt im Internet? Ja, die Firma, für die ich gearbeitet habe, heißt Ingenious und die Adresse ist ingenious.com. Und dann oft wird es umgedreht. Com, Ingenious und dann geht's los. Ist eine Konvention, die sich etabliert hat. Das heißt, wenn ich jetzt an der BHT was mache, würde es heißen DE, BHT und dann Programmieren 1. Und tatsächlich, vermute ich mal, habe ich das genauso gemacht. Wenn ich hier reingehe, so, DE, BHT, Programmieren 2, erste Übung. Ja, so habe ich das organisiert, damit ich dann später, wenn ich nicht mehr an der BHT bin oder wenn ich noch ein Seitenprojekt habe mit einer anderen Firma, damit es da auch wieder eine Struktur gibt, damit die Sachen nebeneinander liegen können. Genau. Gute Erkenntnis. Es kommt gleich auf der nächsten Folie. In Paketen können Pakete sein. Das ist so wie Ordnerstruktur, ne? Ordner, Ordner, Ordner. Beliebig tief. Beliebig tief. Gibt es ein richtig und ein falsch? Nein. Je nachdem, wie ihr das Ganze organisieren wollt. Es ist auch oft so, dass man das dann ändert im Nachhinein. Ja? Dass es nicht vorher feststeht. Wenn ich jetzt hier eine Klasse anlege, die ich Car nenne, und ich lege eine Klasse an, die ich Navi nenne, ich mache eine Klasse, die ich Race nenne, also wo Autos fahren können. Ich mache eine Klasse, also jetzt will ich Autorennen machen mit Navigationssystemen. Und jetzt will ich eine Klasse machen, die ein Menü anzeigt, wenn ich das Spiel starte. Ne? Am Anfang ist ein Menü, Start, Stopp, Beenden, Speichern und so weiter. Dann gibt es noch eine Klasse, die das Spiel, den Spielstand speichern kann. Ja? Dann gibt es noch eine Klasse, die den Spielstand, der gespeichert ist, wieder laden kann. Und dann gibt es eine Klasse, die Physik-Engine ist. Das heißt, wie die Autos fahren, wie die aneinander kollidieren, Beschleunigung und ähnliches. Und dann mache ich noch 400 andere Klassen. In der Regel wird es dann immer mehr in einem Java-Projekt. Okay? Jetzt brauchen wir Organisation, weil wenn wir die alle nebeneinander schreiben, wird es ein bisschen schwer. Ja? Da könnten wir jetzt auf die Idee kommen, zu sagen, wir erzeugen ein Paket, das nennt sich erstmal, unser Spiel heißt thecar.com, also com, the car. Okay? Und wir schieben erstmal alle da rein. Das Reinschieben, da zeige ich euch mal, wie es jetzt in meinem Finder aussieht. Ich habe com, the car, die Klassen sind hier drin. Jetzt sage ich, naja, ich hätte gern ein bisschen mehr Struktur. Es gibt so
Anteile von, vom Auto, Anteile vom, vom Spiel, Anteile von Physik. Ja, weil da wird wahrscheinlich bei den Physik geht es dann um Collision und so. Ich kann ja nochmal eine Klasse machen, die Collision. Wie wird Collision geschrieben? So? Ein S. Dankeschön. So, jetzt sage ich, die Collision-Klasse und die Physics-Klasse kommen in Physik rein. Die Car-Klasse und die Navi-Klasse kommen in Car rein. Und in der Game-Klasse kommt, also und Race. Race geht in Game. Und dann gibt es noch eine Klasse, die heißt Load and Save oder sowas. Und da kommt Load and Save rein. Und dann gibt es Menu, das kommt auch in Game. Habe ich jetzt einfach so beschlossen, völlig sinnfrei. Ja? Das heißt, ich habe jetzt angefangen, meine Klassen in irgendwas Logisches aufzuteilen, was später, weil da kommen noch mehr Klassen rein, immer mehr Klassen rein, dass ich dem Ganzen eine Struktur gebe. Und dann fällt jemandem ein, das ist total der falsche Name hierfür. Hier geht es um Safe States. Safe State. Ja, okay, dann heißt es jetzt Safe State. Ist okay. Ja, das heißt, auch das ist nicht statisch. Ich habe jetzt eine IDE verwendet. Dieses Ding hier. Und der macht für mich diese ganzen Paketnamen vollautomatisch. Ne? Also, dass das jetzt in Physics ist. Wenn ich den Car verschiebe in Physics, dann hat jetzt Car hier oben jetzt Physics. Ja, also, man muss es aber selbst gestalten. So, das ist erstmal die Benutzung. Jetzt kommt aber noch das mit den Punkten. Wenn ich jetzt in einer Struktur bin, ja, come, the car, car, dann schreibe ich hier oben das ganze Punkt getrennt. Come, the car, car. Okay, das sind die Paketstrukturen. Das habt ihr gesehen bei java.util. Nächste Frage ist, was ist, wenn ich aus einer Klasse eine andere Klasse benutzen will, die in einem anderen Paket ist? Also in Race schreiben wir einen Konstruktor. Ich will einen Konstruktor. Wie macht man einen Konstruktor hier einfach? Ich kann natürlich schreiben public race. Schade, dachte, es gibt einen einfachen Weg. Okay, ich habe hier einen Konstruktor. Und ich will jetzt 5 Autos instanzieren. Ja, also ich verschreibe, oder ein Auto, New Car. Das Problem ist, das ist nicht in demselben Paket, wie ihr sehen könnt. Ja, Car ist in dem Car-Paket, Race ist in dem Race-Paket. Normalerweise funktioniert das nicht, wenn ihr das speichert. Jetzt hat meine Idee hier mir schon geholfen. Ja. Die macht das jetzt wieder. Die hört nicht auf, das zu korrigieren. Ja, aber so ein bisschen so ein Bot. Ne? Also, normalerweise ist das nicht da und Car ist nicht sichtbar. Ne? Das kompiliert nicht. Wieso? Weil ich den Import nicht gemacht habe. Import bedeutet, ich mache so Rosinenpicken. Ne? Ich nehme mir aus einem anderen Paket eine Klasse, die ich benutzen möchte. Ja. Ich kann auch alle Klassen mir hier holen, dann mache ich es mir einfacher. Stern, jetzt kann ich auch Navi aufrufen. So, das geht. Also, und wenn ich das wegnehme, dann müsst ihr jetzt ganz schnell gucken, dann kompiliert das Ganze hier nicht, weil die Klasse unbekannt ist. Also, wir haben ein paar Sachen gelernt. Ordnerstruktur plus Paketdefinition. Ordnerstrukturen können tief sein. Wenn sie tief sind, definieren wir das Paket mit dieser Punktnotation, wie sowas wie java.util oder system.out und so weiter. Und wenn wir andere Klassen benutzen wollen aus einem anderen Paket, dann müssen wir sie importieren. Das Ganze sieht dann so aus. Ich bin im Paket A,
ich bin in einer Klasse, ich brauche eine andere Klasse oder will sie instanziieren oder mit ihr arbeiten im Paket B, also muss ich sie importieren. Pakete können Unterpakete haben. Und das ist aber nicht das letzte Mal, dass wir Pakete sehen. Sondern dann kommt noch das Thema, wie kann ich eigentlich Klassensichtbarkeiten steuern? Wir haben bisher Private und Public für Attribute und Methoden gehabt. Aber kann jetzt jede Klasse irgendeine Klasse aus einem anderen Paket sich einfach holen? Nein. Man kann Pakete so definieren und Klassen in Paketen, dass Klassen sogar privat bleiben. Ja, das ist auch gut so. Das heißt, wir können Ordner definieren, wo Klassen drin sind, die andere Klassen nicht aufrufen können, damit wir interne Sachen haben. Denkt an meine Privats- und meine Intimsphäre. Dasselbe Prinzip. Ja, also das, was wir in einer Klasse konstruieren können, öffentlicher Teil, privater Teil, den können wir auch bei mehreren Klassen bald konstruieren. Ja, und jetzt müsste euch eigentlich ein Licht aufgehen, wo das Ganze passiert. Wer nämlich schaut hier, Public Class. Ich kann hier auch schreiben Private Class. Das heißt, die Klasse ist dann privat in dem Paket, wo sie ist. Kein anderer, außer die in demselben Paket sind, meine Freunde, also meine Frau weiß, wie wir Sex haben, ist sozusagen Teil dieses Pakets. Das ist die Idee. Das heißt, hier geht es um Strukturen und heute habt ihr nichts für die Praxis mitgenommen, weil ihr noch nie, vermutlich die meisten von euch, vor so einem großen Problem stand, dass ihr so viele Klassen habt, dass ihr sagt, um Gottes Willen, ich brauche Pakete. Das heißt, das ist nur Theorie. Wir müssen in die Praxis kommen, ja? Dass ihr größere Programme schreibt. Das passiert erst im Programmieren 2. Da werdet ihr das, also in der Übung werden wir das auch machen, aber in Programmieren 2, im Software Engineering, in Web Engineering, der ein oder andere, der das vielleicht bereits belegt hat, der weiß, wie groß die Klassen werden, wie groß die Pakete werden. Computergrafik, da habe ich gesehen, Kollegen von euch hatten irgendwie 40 Klassen in verschiedenen Paketen. Also es macht Sinn, aber vielleicht noch nicht sofort. Aber ihr müsst es erstmal wissen, es gibt Organisationsstrukturen. Gut, dann machen wir in 15 Minuten weiter. Alles klar? Danke.